Unsere Freundin ist mit einem Egoisten zusammen. Meine Hausmeisterin liebt einen Idioten. Meine Schwester hat ein Monster geheiratet. Mein Name ist Alex Lippi, von Beruf Auftragslover. Das ist mein Team. Melanie, meine Schwester, und Mark, ihr Mann. Wir sind dafür da, all diesen Frauen zu Hilfe zu kommen. Letztendlich öffnen wir ihnen die Augen, nicht die Beine. Das ist Juliet van der Beck. Du hast 10 Tage, um die Beziehung zu beenden. Wieso? Weil sie dann heiratet. Wer sind Sie? Ich bin Ihr Leibwächter. Nichts für ungut, aber dafür sind Sie etwas schmächtig. Qualität misst sich nicht in Schulterbreite. Brutal, so ein Flittchen. Altes Ferkel. Das sind Ihre Fehler? Sie kennen Dirty Dancing auswendig? Das ist ein Witz. Du hast vergessen, dass sie Roquefort zum Frühstück isst. Was ist das? Roquefort. Manche finden es widerlich, aber ich liebe das zum Frühstück. Ich gebe Ihnen das Doppelte und Sie lassen mich in Ruhe. Sie haut ab! Deine Mutter sucht dich. Hey, ist zu dem Charme Ihres Leibwächters schon verfallen? Ich arbeite dran. Sophie, wer ist diese Frau? Ihre Jugendfreundin, 10 Jahre nicht gesehen. Alles klar? Ich bin seit Tagen nicht gepudert worden und es juckt ein wenig. Diese Lymphut hatte sie in meinem Zimmer, die vermasselt alles. Was weiß ich, überleg dir einfach irgendwas. Du bist ja völlig krank. Du hast mir gesagt, alle Mittel sind dir recht. Du musst schon wissen, was du willst. Die Frau ist ein schlafender Vulkan. Sie hat immer die Kontrolle. Ich werde den Vulkan wecken. Ich glaube, den schnapp ich mir heute Nacht, wenn es dir nichts ausmacht. Warum sollte mich das stören? Seit einem Motorradunfall vor 10 Jahren habe ich jegliches Gefühl im rechten Oberschenkel verloren. Nicht zu fassen, ich habe das gleiche in meiner Schulter. Soll das heißen, wenn ich Ihnen eine Gabel ins Bein haue, spüren Sie nichts? Das war das falsche Bein. Pardon. Aber da spüren Sie nichts. Gar nichts. Schon verrückt, unser Körper.